der Schützenkönig in Bekleidung in Parade ausrücken. Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauer von Kanal 9. Hier ein herzlicher Schützengruß von dem 47. Schützenfest in Galenz. Wir haben gerade unseren amtierenden Schützenkönig Marcel Oehme im Festumzug abgeholt. Bei sonnigem Wetter waren mit dabei die Schützen aus Oederan, aus Schönerstadt, aus Görbersdorf und aus Linda. Wir hatten einen guten und schönen Festumzug und sind jetzt hier auf dem Festplatz angekommen und sind gerade dabei, das Preisschießen abzuhalten. Da ist es so, dass im Prinzip die Schützen die Federn, die am Vogel angebracht sind, abschießen müssen. Wir haben dann dafür tolle Preise vorbereitet und im Anschluss dann geht es darum, den Königsvogel zu treffen. Da gibt es dieses Jahr ein Novum in Galenz. Es treten 10 Schützinnen an, also nur Damen. Und da ist es so, dass wir 3 Damen aus unserem Verein ins Rennen schicken und 3 Damen kommen aus dem Ort dazu. Ich denke, das wird eine ganz tolle und neue Sache. Wir werden sehen, wie das Ganze ausgeht. Beim Königsschießen ist es hier in Galenz so, dass wir immer von 2 Schießständen aus im Wechsel schießen. Und das Ganze wird so lange durchgeführt, bis im Prinzip alle Bolzen verschossen sind. Dann werden diese wieder eingesammelt und dass es nicht ganz so einfach weitergeht, wird dann immer der Stand getauscht. Das heißt also, die Schützen müssen sich immer wieder neu auf die Armbrüste einschießen. Je nachdem, wem das am schnellsten gelingt, hat er natürlich die besten Trefferquoten und die größte Chance, das letzte Stück Holz zu treffen. Unsere Anwärterinnen auf den Königstitel hier in Galenz sind vom Alter her ganz bunt gemischt. Die Jüngsten sind gerade 20 Jahre alt und die älteste Starterin ist 82 Jahre alt. 7 von den Anwärtern kommen bei uns aus dem Schützenverein und 3 haben sich gestern über das Anwärterschießen, was bei uns am Vorabend im Prinzip immer mit dem Luftgewehr ausgetragen wird, haben sich 3 aus dem Ort noch mit dazu qualifiziert, so dass wir eine schöne bunte Mischung haben. So, jetzt steht sie neben mir. Nach 3 Stunden und 40 Minuten haben wir endlich unsere neue Schützenkönigin, die Sophie Eckert, mit 20 Jahren die jüngste Teilnehmerin hier im Bunde. Ganz große Sache, es war ein sehr schönes, faires Schießen. Aber der Vogel war ziemlich zäh und hat es den Damen ganz schön schwer gemacht, gerupft zu werden. Aber es ist alles zum guten Ende gekommen. Der Vogel ist gefallen. Mein Glückwunsch. Danke.